Wir sind auf dem Weg zum Tempel. Also in der Theorie. Ich weiß nicht, ob wir heute da ankommen oder nicht. Wegen diesen Menschen, die mit den Feuerbällen werfen müssen. Ihr wisst schon. Wenn ich direkt zuschlage, ohne dass sie mich verfluchen, geht das. Schaffe ich es vielleicht. Shit. Haben wir nicht immer einen Text? Kannst du die Macht unseres Meisters spüren? Du kannst hier nicht entrinnen. Kannst mich mal. Alter, was haben die denn? Wer schneller? Ich. Aquamarin und 35 Gold. Komm ich auch weit, ich gehe mal kurz schlafen und dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich glaube, ich hole mir mal ein besseres Schwert. Vielleicht dauert es dann ein Müh weniger lange. Aber ich muss keinen Eisblock dafür verschwenden. Theoretisch. Theoretisch. Das ist mal wieder typisch. Ich weiß. So, Was Franz, du nicht typisch sagst, hier. mein Mann sieht das anders. Die Frage Wer muss die ist. Arbeit hier Das ist machen? Mal wieder typisch. Die können mich ja alle hier nicht leiden. Was du nicht sagst, darfst du keinen. Wie viele Lernpunkte habe ich? 13. Ich habe genug. Ich Soll schaue denn jetzt doch, ob dahinter? ich ein besseres Schwert schmieden kann. Wenn mein Meister noch mit mir redet. Aber die aus dem oberen Viertel, also Lord Hagen, redet ja auch noch mit mir. Die auf dem Marktplatz können mich doch nicht mehr leiden. Jetzt sehe ich auch gar nicht mehr ein, denen zu helfen. Ich meine, ganz ehrlich, ich werde hier immer so fertig gemacht und dann mache ich die ganze Kacke für die immer. Erstmal meinen Rohstahl hier ein bisschen zum Glühen bringen. Womit denn? Okay, ich habe nur einen. Aber wenigstens einen. Ey, Harald. Hey, du. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Hier und da. Ich war kurzzeitig in der Ödnis und danach am Strand. Jeder braucht mal her. Jeder braucht seine Zeit, um Urlaub zu machen. So. Bring mir bei. Also erstmal meine geschmiedeten Waffen Ich will verkaufen. meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Danke. Und jetzt würde ich ganz gern ein besseres Schwert schmieden. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Kann ich das nicht schon? Edles Langschwert? Das habe ich doch schon die ganze Zeit hergestellt. Oh nee, damit habe ich die ganze Zeit gekämpft. Ich habe gespeichert, sonst mache ich gleich nochmal von vorne. Ich schau mal, Bring mir bei, wie ich ein ordentliches. ob danach noch was anderes Es ist kommt. ganz einfach, Junge. Dann komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Nee, jetzt nee. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Und selbst dann nur eine einzige. Gut, ich lade nochmal neu. Das bringt hier nichts. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Ich habe ja ein Langschwert. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte die geschmiedet. Ja, dann muss ich das auf Onas Hof lernen. Wenn ich den Schmied befreit habe. Ich krieg das ja hin. Ich probiere jetzt mal ein bisschen schneller. Rechts, links, Aui, Bubi, Dudidui mal zu machen. Na, mein Lieber. Du Keine bist uns Zeit. in die Falle gegangen. Nice. Ja, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Sei schneller. Habe ich Bock. Hab ich richtig dolle Lust. Richtig dolle Lust, sage ich euch. Ich ziehe das jetzt durch bis zum Kloster. Wie weit ist es noch? Weil.
Da kommt auch Freude auf. Aber hier auf dem Weg dürfte, glaube ich, gar niemand sein. Ist das nicht zur Taverne? Ich darf bloß nicht die Treppe hochgucken. Ich erinnere mich, da war was. Ich habe ja eigentlich hier noch so ein paar... Nicht hochgucken. Ja, sehr gut. Wir sehen zwar aber ja nicht mich. Ich muss aber noch Trolle erledigen, nicht wahr? Ach, das mache ich wieder natürlich in einer Extra-Folge, weil ich ja da wieder auf Popöchenjagd gehe. Das lasse ich mir ja nicht nehmen, das extra zu machen. Das ist klar. Habe ich jetzt eigentlich inzwischen nach 10 Jahren diesen Schlüssel für diese Kiste? Wahrscheinlich nicht. Ja, die war es da nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Dann nicht. Alles gut, mein Junge. Da liegt ein Goldstück. Kann man echt ein Goldstück übersehen? Schon hart. Goldstück. Nee, dann kann ich ja hier kurz schlafen gehen. Ja, kein Problem. Das hab ich früher auch immer. Ich habe doch ein besseres Schwert hier, Belia, aber dazu muss ich erst zu Belia beten. Ach ja, hier die kenne ich noch. Zum Wetttrinken, nicht wahr? Hat sich das jemals ändern? Ich erinnere mich. Hör, nicht gegen die Wand. Geh nur kurz schlafen. Irgendwie lege ich mich zu schnell, dass das Bild nicht mehr hinterherkommt, oder was ist hier los? Ach, lass mir die Tür auf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann man mich doch ganz gerne beobachten in meinem Schlaf. Ich werde mich da nicht. Gar kein Problem. So, jetzt geht's weiter. Also ich dachte, bevor ich gleich die ganzen Heiltränke aufbrauche. Das interessiert mich nicht. Mich schon. Aber selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wisst ihr, was ich auch rausprobieren möchte? Komme ich jetzt hier durch? Hier ist so eine komische Tür. Da lässt sich nichts man machen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich mit ihm reden? Das wundert mich nicht. Ja. Immer wieder. Ich glaube, dafür muss ich erst den Ring anziehen. Damit er mir vielleicht was anderes sagt. War das auch so eine Tür an der Seite? Ich sag euch gleich, ist hier noch so ein Sucher. Ach so, nee, das ist einfach nur, das glaube ich kein extra Raum. Da geht's einfach noch. Ach, auch noch rein. Schön, okay. Richtung Kloster. Kann noch ein paar Jährchen dauern. Wenn er das nicht sieht, kann ich. War ich eigentlich da unten? Stimmt, da waren bestimmt Banditen. Da sitzt jemand. War ich hier unten? Stimmt. Ist ja nett, scheinbar. Aber wer war. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders wenn du alleine unterwegs bist. Ach. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Ah, sind die tot? Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Mhm. Leben hier überhaupt noch irgendwelche Tiere? Also jetzt sind die Menschen mit den Feuerbällen da. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden.
Also scheinbar war ich nicht da. Oder ich war da, hab sie eingesammelt und verkauft. Ich denke mal, ich soll ihm seine Armbrust bestimmt wiedergeben. Die ihm aus der Hand geglitten ist. Die große, weil es hat da nur noch eine kleine... Lass mir das. Ich sag nichts. Nichts. Im Norden. Steinkreis. Was für ein Steinkreis? Da oben diese Gedöns? Da können wir ja hin, wenn wir den Troll machen. Wenn er dieses, also neben dem Troll, diesen komischen grauen Fleck meinte. Sind dann Sachen? Also dann habe ich nicht mit ihm gesprochen. Ja, ich habe Sachen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein paar Dietriche, keine Angst, mein Lieber. Was soll das da sein? Ein Klo? Soll das ein Klo sein? Oder ist das... Nee, das war, glaube ich, sehr gesehen. Ich habe gedacht, wäre ein Klo. Nagelkeule. Ja, kann ja sein. Alter. Wie wollen wir die Truhen machen und was es gibt für eine Ausbeute? Genau, und ich habe nicht gespeichert. Dann speichern wir jetzt. Das heißt, die Dietriche, die ich gerade bei Torben, gerade gestern, bei Torben gekauft hatte, habe ich nicht mehr. Die sind jetzt schon futschi. Ach, grillen könnte ich auch mal. Theoretisch. Ist hier noch mehr zum Einsammeln? Ja, er stört sich ja nicht. Er stört sich, glaube ich, nicht daran, weil die Sachen gehörten ja eventuell Jägern. Bolzen und Pfeile. Okay. Dann, das heißt für ihn, wie heißt er? Dragomir, sollen wir eine Armbrust besorgen? Und ich wette, das steht nicht hier dran. Doch. Steht hier dran. Okay. Ich glaube, das ist dann aber... Er sitzt bestimmt seit Anfang an da und ich bin die ganze Zeit da nicht hingegangen. Ich wette, das ist so eine... Eventuell... Kapitel 1 Quest? Also wer weiß, ob man die machen kann. In Kapitel 1. Mit der Stärke, die man da hat. Da ist noch so ein Sucher. Die sind aber auch überall. Ich muss da hinten rein. Vielleicht schaffe ich es ja zum Kloster ohne eine Spruchrolle. Jetzt nicht so. Doch, ich habe massiv viele, ja, aber ihr wisst schon, ne? Ich will ja nicht, dass ihr einen Herzinfarkt bekommt. Obwohl wahrscheinlich meine Schwertkunst jetzt nicht besser ist. Aber das ist was anderes. Ist schon gleich hier daneben. Nee, nicht bald gucken. Ich brauche Vorbereitungszeit. Okay. Hier ist irgendein Viech. Wie kann ja der noch so Viech sein? Ich war hier doch schon mal. Also ein Stückchen. Weil ich irgendwas für Watras mal weggebracht hatte, glaube ich. Aber ich bin nie weitergelatscht. Ich erinnere mich noch, weil ich habe Ewigkeiten gesucht, wie man hier reinkommt. Ein Wolf? Nicht jetzt? Okay. Ich sehe nichts. Ah ja, genau, bis hierhin war ich. Bei dem kann man aber Sachen kaufen. Das würde ich gleich nochmal machen. Ich erinnere mich. Hey, du. Iskarot. Zeig mir deine Ware. Oh, Spruchrollen. Die Spruchrollen. Wichtig. Ich hab nicht mehr Gold dabei, schade. Was hätte er denn? Er hätte auch Eisblock und so. Jetzt fange ich mal an, Sachen zu verkaufen. Die kann ich nicht benutzen. Also zwei Handwaffen habe ich nicht gelevelt. Geschicklichkeit.
Axt. So, reicht es jetzt, dass ich hier mal kurz weiterkaufen kann? Dankeschön. So. Eisblock. Licht. Der Winterkugelblitz. Wolf, Skelett. Hier, ein paar Skelettchen. Für die Ablenkung. Beim Rest weiß ich noch nicht. Und ich hole mir mal noch zwei Ersatzfackeln. Weil ich es kann. Danke dir. Möge Innos allzeit über dich wachen. Danke. Das macht aber auch schon Adanos. Und wenn ich das mit dem Schwertchen geklärt habe, macht das auch noch Belia. Steht aber irgendwie gerade nicht auf meiner Prioritätenliste. Ich höre Glocken. Da hinten ist das, da war ich noch nie. Ab hier sind Gegner, definitiv. Ich höre auch Gegner und ich höre Glocken. Ja, kein Problem. Na. Gar kein Problem für mich, ne? Können die auch ausnahmsweise zu zweit kommen? Gar kein Ding. Steintafel. Bogenschützen. Sogar so eine, die ich lesen kann. Nicht für Watras. Ein Teich. Okay, hier geht's echt nur zum Kloster. Hier sind keine komischen Typen unterwegs. Dann ging es ja doch ein bisschen schneller. Na, dann schaue ich mal, ob ich reinkomme. Ich habe ja diesen Brief. Weil alle anderen mögen mich ja nicht. Weil ich ein Söldner bin. Ich gehe da gleich mal glubschen. Schon glubschen. Naja, nachher ist hier eine Höhle. Oder ähnliches, wenn man da. Da kommt man bestimmt hoch. Sagt man nicht, da kommt man nicht hoch. Das sieht schon so aus, als ob man da hin könnte. Hm? Na komm, geht doch. Habe ich gelernt? Klettern? Gar kein Ding. Mach da ganz gerne auf. Von hier komme ich nicht weiter. Schade. Ja, so eine Spruchrolle. Ich freue mich immer über Spruchrollen. Wohin geht's? Sie, wie lang? Also ich fühle mich verarscht. Hier gibt's gar nichts. Gehen wir rüber zum Tempel. Ich hatte gerade irgendwie die Hoffnung. Oder da ist was und ich habe es nicht gesehen. Also man könnte da hinten auf der anderen Seite auch nochmal klubschen gehen. Nee. Da steht schon so ein Typ. Schon wenn da so ein Typ steht, dann habe ich innerlich... Das kann nur noch richtig gut werden. Ich habe eine Piratenrüstung an. Er dreht sich schon um. Hey, du. Hey, du. Warst du schon mal im Kloster? Kann sein. Wieso? Nehmen die noch Leute. Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Ich auch nicht. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Ich find's eigentlich krass. Ich habe ja die Piratenrüstung an. Aber das juckt ihn jetzt zum Beispiel nicht. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Ah, nee. Seitdem die Typen mit den Feuerbällen da sind. Kann ich das nochmal sagen? Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Hm.
Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Dreimal habe ich gelernt. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Hätte ja sein können, ne? Gut, gehen wir zum Glockenschlag. Also Jorgen war nicht gemeint zu mir. Gucken wir mal, ob es jetzt schlimmer wird. Milton! Altes Haus. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Schön für dich. Ich nicht. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Ah, stimmt. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Mhm. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja, aber ich soll für ihn ja ins Minental. Diego hat dich schon getroffen. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Ah, nee. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ach nee. Die wollen mich auch immer jedes Mal in Brand stecken. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Es ist wichtig. Es geht nicht. Pyrokar reißt mir den Kopf ab. Steht hier noch jemand anderes? Nee, ich muss mit Milton reden. Hä? Aber man kann doch schon zum Kloster, bevor ich Milton befreie, oder? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ja, ein Brief. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyrokar ist in der Kirche. Okay, danke. Doch, mit wem hätte ich ihn angesprochen, wenn Milton nicht da gewesen wäre? Das ist doch nichts Neues. Jo, hi Leute. Glaubst du wirklich? Ich könnte jetzt was sagen, ich mach's aber nicht. Ich mach's einfach nicht. Wir konzentrieren uns aufs Game. Ich mache einfach, ich sag nichts. Was da hinten sitzt, bitte. Was um Gott, nee. Oh, nee. Ja, Leute, also hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich brauche kurz, mal kurz Pause, so, sonst hau ich hier irgendwelche komischen Sprüche raus. Das lassen wir heute mal. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.